Hi, ihr Lieben. Ich habe ja schon lange nichts mehr von mir hören lassen und deswegen dachte ich, es wird mal wieder Zeit für ein neues Video. Ich möchte euch heute den Alpenwutz zeigen. Eigentlich immer noch ein Knoten, der sehr am Trend ist. Und passt auch für Hündin oder Rüde eigentlich beides ganz gut. Oder auch fürs Pferd sehr schön. Ja, schwierig ist er auch nicht gerade. Das Muster wiederholt sich immer. Und am besten legen wir gleich mal los. Ich zeige euch jetzt als erstes, wie ihr eure Paracordlängen berechnet. Und zwar braucht ihr jetzt euren Halsumfang in dem Fall. Also ich habe jetzt 48 für meinen Hund. Den müsst ihr dann, ist der Halsumfang, plus den Chick rechnen. Die Chick-Formel wisst ihr ja, pro Zentimeter, also mal Pi, mal 3,14, keine Ahnung was. Und bei Swiss steht da drin mit 13 mm Stärke. Das heißt, ich nehme ungefähr 4 cm nochmal dazu. Genau. Also dann haben wir hier 52 cm. Und dann müssen wir unsere Schnalle noch abziehen. Ich nehme jetzt einen Aluverschluss. Der ist ungefähr 6 cm lang. Den ziehe ich davon ab. Minus 6 cm. Wenn ihr jetzt wie in meinem Fall hier Biotane habt, müsst ihr natürlich dann eure Biotane abziehen. Ne? Die müsst ihr dann von hier nach da messen und das Maß dann, aber auf dem kleinsten doch bitte, und das Maß dann abziehen. Genau. So, dann habe ich 46 cm und mit den 46 cm berechne ich meine Länge. Für die Kosmetik brauchen wir also unser errechnetes Maß mal 14. Das wird die Kosmetik. Und ich zeige es euch jetzt nochmal an meinem schon geflochtenen Band. Die Kosmetik seht ihr hier ganz gut. Ich mache es mal auf. Die habe ich jetzt rot gemacht. Und die Kosmetik wird dann quasi euer Rand. Und dann braucht ihr dieselbe Farbe nochmal für euer inneres Rautenmuster, also für dieses hier, für das äußere Rot, ne? Und dann nehmt ihr nochmal dieselbe Farbe mal 8,5. Das wird dann eure äußere Raute. Dann für die innere Raute brauchen wir auch nochmal 8,5. Und für die Zwischenräume innen und außen brauchen wir zwei Cords, zweimal. Also zwei Cords und die nehmt ihr auch jeweils mal 8,5. So, das müsste es dann erstmal gewesen sein. Ich zähle es nochmal runter. Also Halsumfang plus die Chick-Formel minus euren Verschluss und dann einmal mal 14, einmal mal 8,5, dieselbe Farbe. Hier, dieselbe Farbe. Dann eine Farbe nochmal 8,5 und dann eine Farbe zweimal 8,5. So, dann schneidet ihr eure Paracords hübsch zurecht und schnallt sie auf euren Chick. Und zwar brauchen wir Kosmetik 2. Für Kosmetik 2 habe ich ja extra Video gemacht. Ich probiere es mal, dass ich euch da oben im Eck, hier oben irgendwo, die Info einblenden tue, dass ihr nochmal auf das Video kommt, falls ihr es noch nicht gefunden habt. Genau. Dann, wenn der Chick fertig ist mit eurer Kosmetik, sehen wir uns gleich wieder. Dann zeige ich euch, wie ihr eure Cords in den Chick einarbeitet. Bis gleich. So, ich habe meine Cords jetzt auch zugeschnitten. Und zwar möchte ich hier meine Kosmetik und meine äußere Raute in einem Goldton machen. Dann meine innere Raute möchte ich gern rosa haben und meine Zwischenräume und in der Mitte hier, das möchte ich rot haben. Genau. Also ich fange an, die Farbe für meine Kosmetik aufzufädeln. Das habt ihr ja schon gemacht. Kosmetik 2, die wir hinten schön verstellen können. Vorne haben wir zwei Schlaufenknoten. Die äußeren Enden sind die zum Verflechten, das sind die losen. Und nicht vergessen, wenn ihr eine Aluschnalle habt, dass euer D-Ring mit eingearbeitet ist. So, dann beginnen wir mit der Farbe für die innere Raute. Und zwar machen wir hier einfach zwischen unsere beiden Schlaufenknoten noch einen Schlaufenknoten rein. Dafür nehmt ihr euer Paracord mittig und geht quasi von vorne nach hinten durch. Hinten machen wir unsere Schlaufe auf und gehen nach vorne.
und ziehen unsere Cords durch. So, das Ganze rutscht mal schön in die Mitte rein. Dann nehmen wir unsere Paracord-Nadel und die Farben für den Zwischenraum. Und dann geht ihr hier durch die erste, durch den ersten Schlaufenknoten, stecht ihr ein, nach hinten durch und kommt hier beim mittleren Schlaufenknoten in der Mitte wieder raus. So. Das Ganze zieht ihr dann auch mittig. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Mit dem zweiten. Also ihr stecht durch den äußeren Schlaufenknoten ein und kommt in der Mitte wieder raus. So. Auch wieder durch, also mittig ziehen dann. Und dann kommt noch die Farbe für die äußere Raute. In meinem Fall wieder Gold. Und dafür legt ihr jetzt eure mittleren hier nach oben und nehmt die Cords von einem Schlaufenknoten und geht hier durch. Und das zieht ihr auch wieder mittig. So. Irgendwas hier mal nach unten, dass man besser aussieht. Also ob unten oder oben ist eigentlich egal. So, auf jeden Fall festziehen und das Ganze auf den Chick schnallen. Ich spanne das jetzt gleich auf meinen Chick und muss meine Kameraring verändern, damit ich euch dann weiter zeigen kann und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also, jetzt habe ich meinen Chick eingespannt. Und jetzt, hoppla, jetzt möchte ich die hier noch aus der Mitte raus haben, weil ich finde, das sieht nicht schön aus. Dafür machen wir die Schlaufe hier ein wenig auf. Und dann nehmt ihr das rechte, das ist dieses hier, und geht mit dem rechten über, unter die linke Schlaufe durch und raus. Andere Seite, linkes Cord, dieses hier. Geht auf der rechten Seite raus. So, dann ziehen wir die Schlaufe wieder fest. Und dann kann es auch schon losgehen. Ihr nehmt die alle nach oben. Bis auf die von der Kosmetik. Die legen wir hier auf die Seite und dann machen wir uns ein Kreuz. Wir überkreuzen die quasi und machen uns damit einen Stieg. Ihr geht quasi hier über die Führung drüber, über die zweite drunter. So, und auf der anderen Seite unter eurem Cord, das ihr gerade geholt habt, drunter, über die Führung drüber, über die andere Führung drunter und über das andere Cord hier wieder drüber. Also eigentlich ganz einfach. Hier müsst ihr drüber, Quatsch, drunter, drüber, drunter, drüber. So, jetzt haben wir hier ein Kreuz und unsere Führung ist quasi hier in diesem Kreuz fixiert. So, dann fangen wir an mit Knoten. Ihr nehmt eure rechten Cords, die für die Zwischenräume sind. Diese hier und legt sie links neben die Führung über den Steg, den wir uns gerade gemacht haben, drüber und geht, lasst mich mal nachgucken, ein bisschen spicken muss ich auch noch, die will ich dann außen haben, dann geht ihr innen, innen durch und jetzt hoch, andere Seite.
selbes Spiel, oben drüber und innen wieder hoch. So, dann nehmen wir die inneren, und zwar nehmen wir jetzt die zwei verschiedenen, die nebeneinander sind, geht zwischen die Führung über den Steg und geht hier auch innen hoch. So, die anderen beiden. Über den Steg und auch auf der Innenseite wieder hoch. So. Jetzt, wenn ihr hier schaut, gehen alle Bändel, die wieder hochkommen, innen hoch. Hier und auf der anderen Seite auch. Dann ziehen wir unsere Kosmetik ein wenig an und dann ziehen wir unsere Bänder an. Erstmal gar nicht so sehr fest. Kosmetik nochmal nachziehen. Und jetzt könnt ihr eure Bänder richtig fest nachziehen. Kosmetik nochmal nachziehen, dass auch alles schön gleichmäßig ist. Hier aufpassen, dass nichts überkreuzt ist. So. Wieder alles nach oben legen. Wir machen wieder unser Kreuz. Drunter, drüber, drunter, drüber. Und dann bleiben die Farben jetzt nochmal so, wie sie waren. Ich lege die rote wieder außen und geht jetzt aber außen raus. Andere Seite, selbes Spiel. Außen über den Steg und die Fäden nach außen wieder hochholen. So. Dann nehmen wir die inneren, übers Steg legen und nach außen wieder hochholen. Andere Seite übers Steg legen und nach außen wieder hochholen. So, festziehen, dann hier festziehen. Aufpassen auch hier, dass nichts überkreuzt. Nochmal nachziehen und nochmal festziehen. So, wenn ihr die Kosmetik hier noch so ein bisschen runterzieht, dann habt ihr hier das gleichmäßig. So, dann geht es weiter. Wieder hochlegen. Wir machen wieder unser Kreuz. Und jetzt fangen wir an mit unserer Raute. Ihr nehmt jetzt die linken roten Bänder, die beiden äußeren, legt sie dieses Mal mittig über den Steg und geht nach innen hoch. Andere Seite. Da bleiben. Über den Steg und nach innen hoch. So. Dann nehmen wir die äußere
legen sie außerhalb der Führung und gehen nach außen hoch. So, außerhalb der Führung, nach außen hoch. Dann zieht ihr fest und jetzt müsst ihr die roten zuerst anziehen. Und zwar das auch schon ziemlich fest. Wenn die anderen dann drüber sind, tut ihr euch recht schwer. So, festziehen. Kosmetik schön runterziehen. So, ihr müsst auch mal so ein bisschen aufpassen, dass euer Rand schön gleichmäßig ist, weil da sich auch nochmal kleiner Fehler einschleicht. So, da ich ja ein Mädchen habe und ich ein paar Beads reinmachen will, ein bisschen Shishi, könnt ihr jetzt hier auf die mittleren zwei Stränge euren Bead fädeln. Wenn ihr ihn jetzt nicht über beide Cords kriegt, dann nehmt einfach einen und macht es immer so abwechselnd. Bei der einen Raute nehmt ihr diesen, bei der anderen Raute nehmt ihr diesen. Das habe ich hier auch gemacht. Ich habe einmal den rechten genommen, einmal den linken, weil ich es nicht beides drauf gekriegt habe. Aber ich habe mir jetzt hier so Bandschieber besorgt und da passen beide Cords ganz gut durch. So, als Bead auffädeln. Das muss ich ein bisschen vorsichtig machen. Sonst breche ich mir hier meinen Steg raus. Das wird hier da noch drauf gemacht. Hier geblieben. So. Und das zweite wieder raus. Hier geblieben. So, dann schiebe ich ihn hoch. Zieht es unten nach. Jetzt wieder überkreuzt. Fummel, fummel. So. Du gehst darüber und du daher. So. Also nochmal nachfädeln. So. Anschieber sitzt. Nochmal die Kosmetik anziehen und nächste Runde. So. Wir machen wieder unser Kreuz. Ich mache das jetzt hier mal. Das rutscht mir eh mal weg hier so. Drunter, drüber, drunter, drüber. So, jetzt bleiben unsere Farben wieder da, wo sie waren, in der Mitte. Ihr nehmt die roten beiden, legt sie zwischen eurer Führung und holt sie jetzt nach außen raus. Vorher hatten wir sie nach innen und jetzt kommen sie wieder raus. Dasselbe machen wir mit der anderen Seite, zwischen die Führstränge, drüber und nach außen hochholen. So, dann nehmen wir die äußeren. Die bleiben auch außen, außerhalb der Führstränge und die legen wir jetzt nach innen. Die sind hier, haben wir sie außen gelegt, jetzt legen wir sie innen.
andere Seite, drüber und nach innen. Dann festziehen, die Kosmetik. Und dann unsere Cords nachziehen. Ja, ganz fester nachziehen. So, jetzt kann ich meinen Bandschieber wieder richtig positionieren. So. Nächste Runde. Schließen wir unsere Raute. Wieder alles nach oben. Wir machen wieder unser Kreuz. Und jetzt gehen wir wieder nach außen mit unseren roten. Und zwar legen wir die wieder zuerst, weil die drunter müssen. Und gehen außerhalb von der Führung und legen sie nach außen. Andere Seite, drüber, außerhalb der Führung und wieder außen hochziehen. So, dann nehmen wir unsere inneren Cords, die gehen nach innen, legen wir zwischen die Führung und ziehen sie innen hoch. Andere Seite, zwischen die Führung und innen hoch. Kommst du her? So. Kosmetik nachziehen und als erstes die roten wieder fest anziehen. Aufpassen, dass der Rand schön gleichmäßig bleibt. Das passiert, die Fehler passieren dann immer beim Anziehen. Dann, dass das Cord falsch liegt, sondern es einfach beim Anziehen passiert ist. So. Den hier drüber. Festziehen. Festziehen. So, mein Freund. So, ein bisschen mittiger. So. Und die Kosmetik da schön rausziehen. Und da passiert jetzt dann der Fehler. Wenn ihr den außen zu fest anzieht, dann haben wir den Salat. Weil ihr müsst dann hier zusehen, dass ihr drüber bleibt. Und dass nicht der rote drüber ist, sondern der goldene. Über den roten. So. Wieder alles rauf, kreuzen, und wir bleiben wieder mit unseren Farben an der Position, wo wir sie vorhin eingeknotet haben. Die inneren bleiben innen und die äußeren bleiben außen. Ich fange an mit den äußeren. Außerhalb drauflegen und jetzt geht ihr nach innen hoch. Ihr seid vorhin gerade nach außen hoch und jetzt geht ihr nach innen hoch. So. Andere Seite. Nach innen hoch. Und die hier hatten wir jetzt innen hoch gemacht, die gehen jetzt außen hoch. Ihr werdet später mal sehen, wenn ihr das die Raute öfter gemacht habt, dann könnt ihr hier ungefähr ablesen, wo ihr als nächstes mit euren Cords hin müsst, ob ihr außen hoch müsst oder innen hoch müsst. So,
alles anziehen. Meeting nachziehen. Kurz schön übereinander. Führung wieder nachziehen. Hier haben wir den Salat. Auf der anderen Seite habe ich es noch hingekriegt und hier ist er nicht gescheit drunter. Ziehen wir sie nochmal auf. Und richten das nochmal raus. So, jetzt passt's. So, kurz wieder nach oben. Wieder kreuzen. Und wir beginnen unsere nächste Raute. Wir gehen jetzt wieder nach außen, von außen nach innen mit unseren Roten. Und weil wir nach innen gehen, gehen wir innen hoch. Vielleicht könnt ihr es euch so merken. Andere Seite. Wieder zur Mitte und innen hoch. Die äußeren nach außen legen und außen hoch. Andere Seite, außen legen. Und außen hoch. So, Kosmetik anziehen, die roten Stränge wieder fester ziehen. Kosmetik nochmal nachziehen und die anderen Stränge nachziehen. So. Ich mache jetzt die Bandschieber nur bei jeder zweiten Raute rein, sonst wird es gar zu viel. Also können wir unsere Raute wieder schließen. Wenn ihr ein Bead reinmachen wollt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, euch einen Cord auszusuchen oder beide den Bead reinzusetzen. Geht wieder alles nach oben. Halt die Kosmetik nicht, die bleibt hier. Die kreuzen wir wieder. Unten, oben. So. Und jetzt bleiben wir wieder mit unseren Farben auf der Position. Aber ich probiere es jetzt mal so. Ihr wollt bei der nächsten Runde nach außen. Also legt ihr jetzt schon mal gleich eure Cords nach außen. Vielleicht kann man sich so merken. Ihr wollt bei der nächsten Runde raus, also Vorbereitungsarbeit, Cords nach außen hochführen. So. Die hier sollen bei der nächsten Runde nach innen, also ziehen wir sie innen hoch. Andere Seite, selbes Spiel, nach innen hoch. So, festziehen. Auch.
hier wird es dann nochmal euer Bead, wenn ihr noch einen rein macht. So. Alles wieder nach oben. Überkreuzen. Und jetzt wollen wir die Raute wieder schließen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder nach außen. Und weil wir außen sind, gehen wir außen hoch. Wichtig ist auch, dass ihr immer erst die unterliegenden legt. Sonst tut euch dann schwer mit drüber liegen. So. Und jetzt gehen wir hier wieder zurück in die Mitte. Wenn wir innen sind, gehen wir innen rein. Andere Seite in die Mitte und wenn wir innen sind, innen rein. Kosmetik wieder anziehen, die roten zuerst. Achtung, nicht zu fest, sonst verhackelt sich es außen wieder am Rand. Und die anderen drüber. Die nachziehen, die Bänder nochmal nachziehen. So, zeige ich euch noch die nächste Reihe und dann sind wir wieder hier und dann wiederholt sich es immer wieder. Und ich denke, wenn ich euch jetzt die nächste Reihe gezeigt habe, könnt ihr den Rest bis unten in der Leine machen. So, also wir überkreuzen nochmal. Ein Stück hochschieben. Achtung. So, Ruhe. Hoppala. Ich hau alles zusammen. So. Wir überkreuzen nochmal. Dann bleiben unsere Cords wieder da, wo sie sind. Außen bleibt außen und will dann nach innen, also legen wir sie innen hoch. Andere Seite auch. Außen bleibt außen und will dann nach innen, also innen wieder hoch. Die inneren hier wieder aufpassen, dass es nicht überkreuzt ist zwischen die Führung. Die wollen dann nach außen, also gehen sie außen wieder hoch. Andere Seite. So. Kosmetik wieder anziehen, Bänder nachziehen. Oh, da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der hier muss hier rüber. Jetzt passt der Lack. So. Also dann, Beads nicht vergessen, wenn ihr legen wollt. Und dann macht ihr das hier hübsch weiter bis unten hin. Und dann sehen wir uns unten zum Vernähen wieder. Bis dann. So, Dele, ich bin jetzt auch soweit fertig, bis unten hin. Ich habe vorhin nochmal an meinem Hund Maß genommen und musste jetzt hier meine Kosmetik noch ein bisschen verstellen, weil ich fast ein wenig knapp geworden bin. Und jetzt spannen wir das Ganze ein. Dann machen wir noch eine Runde und nehmen den Schnöpfel hier mit. Falls ihr jetzt der Schnöpfel bei euch länger ist,
dann müsst ihr den oben schon mit reinarbeiten. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Und dann vernehmen wir den zusammen und dann ist er auch schon fertig. Also, spannen wir den schön ein. So, also wir machen wieder unsere letzte Reihe und dieses Mal nehme ich meine Nadel dazu. Und dann gehe ich hier noch mit rein in den Stapel. Wenn euch das jetzt am Anfang ein wenig eng vorkommt am Hund, da dürft ihr euch nicht drüber wundern, weil es wird sich noch ein bisschen ausziehen, wenn es auf Zug ist. Also jetzt auch nicht so, dass es gerade drückt oder ihn halb gurgelt, aber es soll jetzt auch nicht so locker sein, weil es wird sich immer noch ein bisschen dehnen, auch wenn ihr fest anzieht. Der Hund zieht mir an alleine. So, dann dasselbe Spiel hier auch. Drunter, drüber, drunter, drüber. Und ihr müsst den hier mitnehmen, also hier noch mit rein. So. Und jetzt machen wir die letzte Runde. Und ich muss jetzt hier so weitermachen. Nach innen, nach innen. Die müssen wir dann mit der Nadel reinfädeln. Die gehen noch so. Mach's mal ein bisschen größer noch. So, genau. Also hier wieder durch. Und die müssen jetzt nach außen. Jetzt kommt der hier. Auch am besten mit der Nadel, dann tut er euch leichter bei der letzten Runde. Auch nach außen. Den hier auch. Das wird immer enger. Und den hier auch. Ihr müsst aufpassen, dass ihr hier dann zwischen eure Führerstränge auch bleibt dann. So wie beim ganz normalen Knoten auch. Genau. So, und jetzt ziehen wir das Ganze fest. Kosmetik. Bänder wieder. Und da müsst ihr jetzt richtig gut anziehen. Ach, da hat sich einer verpflanzt. Er muss nach außen. So, wieder schön runterziehen, hier nochmal ein bisschen nachziehen. So, und jetzt kann man vernähen anfangen. Mit dem Ding. So, dann. Nochmal wegen nachziehen und ich habe jetzt eigentlich immer gern noch
eine Farbe mit in der Schnalle drin. Am besten die, die ihr oben auch in die Schnalle reingemacht habt. Hier so. Am besten die, die ihr oben auch in die Schnalle mit reingemacht habt. Also Jola in meinem Fall. Das ist die Farbe der inneren Raute. Und zwar fädeln wir die jetzt hier durch. Alle beide. So. Dann nehme ich eine wieder auf die Nadel. Und mit der steche ich dann, also ich nehme jetzt hier die rechte und steche jetzt auf der linken Seite nach vorne ein. Achtung, es ist wieder ein Kraftakt, dass ich hier halt, jetzt bin ich falsch rausgekommen. Dass ich hier wieder rauskomme. So. Und jetzt basteln wir uns quasi so eine Art Schlaufenknoten, zumindest optisch, auf der anderen Seite wieder rein. So, ich finde, das sieht immer ganz schön aus, wenn es dann auch nochmal ausschaut wie ein Schlaufenknoten. Und jetzt wird hinten vernickt. Die Farbe, die ich jetzt hier noch mit in die Schnalle gemacht habe, die wird besonders gut vernäht. Also ich nehme jetzt hier mal zwei, weil ich habe den anderen Faden auch noch, den anderen Cord. Muss ich mal nachziehen. So. Ich vernähte wirklich ein ganzes Stück nach hinten, weil auf der noch ein Teil vom Zug dann mit drauf geht. Also ich mache die am besten wirklich hübsch weit. Also so 10 cm sollten es schon sein. Das halt einfach auch wirklich fest ist. So. Machen wir noch ein, zwei Stichlein. So. Passt es auch schon. Dann nehmt ihr die anderen. Mit dem anderen macht ihr das genauso. Den vernäht ihr auch wieder so ein Stück hoch. So, dann haben wir hier den Rest. Dann nehmen wir die äußere Farbe von hier. Zieht nochmal schön fest. Und dann stecht ihr hier oben rein. Könnte echt ein weniger Kraftakt werden, aber es ist ganz gut. Desto schwerer sich das so vernähen lässt, desto schwerer geht es wieder raus. Ihr müsst aufpassen, dass ihr eure Cords nicht verletzt beim Reinbohren. So, also ich bin jetzt hier zwischen den beiden Schlaufenknoten quasi, zwischen den beiden Cords von Schlaufenknoten rein. Niemand? Schlecht, ne? Hier sind die beiden Cords, die gehen links und rechts jetzt von der Nadel entlang. So nach hinten. Die könnt ihr ruhig noch mit da rein vernähen. Umso straffer wird das Ganze dann.
Und wir haben eh noch genug Quarz, die wir verstecken müssen irgendwo hin. Wir müssen aufpassen, dass sie dann nicht wulstig werden. Also mehr als zwei Quarz in dieselbe Naht auf keinen Fall. So, also hier reicht es eigentlich, wenn ihr das 3-4 Mal macht. Weil hier eigentlich kein Zug drauf ist. Zug ist nur auf den Quarz, die ihr auch in eurer Schnalle drin habt. Der meiste eben auf der Kosmetik. So, den anderen roten. Und das hol. Stechen wir auch wieder hier durch. Aber dann noch reinkriegen. Ja, das klappt ganz gut. So, also nach hinten damit. Und den mache ich jetzt hier. Schnappe ich mir den hier. Wichtig beim Vernähen ist, dass ihr die Farbe, die ihr nach oben mit in die Schnalle nehmt, wirklich gut vernäht. Und dann dem ganzen Haus Stabilität gibt, indem ihr einfach noch ein zweites Cord mit in dieselbe Schnalle legt, weil umso schwieriger zieht es sich wieder raus. Der Rest ist dann gar nicht so wild. Also ich habe das jetzt hier, ich denke, ich habe die Führung erwischt. Einfach irgendwie neu vernäht. So. Zwei, drei Stiche, das reicht. Wenn ich dann immer solche Aussagen höre, wie da hängt ein Hundeleben dran, sicher hängt ein Hundeleben dran. Deswegen vernähe ich auch meine Kosmetik anständig, beziehungsweise die weitere Farbe, die ich in der Schnalle habe. So, aufpassen, dass das Ganze nicht verzieht. Dann haben wir jetzt hier diese noch übrig. Dann nehme ich mir jetzt als erstes meine Kosmetik. Die muss auch wieder gut vernäht werden. Und da haben wir jetzt einen Rand gemacht. Und dass die jetzt hier nicht so eckig wegsteht, probiere ich die jetzt hier irgendwo damit rein zu popeln. Wo machen wir denn das am besten? Dass es auch nicht wulstig wird. Und dass sich das Ganze dann ein wenig noch mit rüber zieht. Und wir es trotzdem noch einmal mit Nike machen. Auf keinen Fall hier vielleicht. Den habe ich hinten vernäht. Aber hier könnte ich noch mit Nike passen. Vernehmen wir den hier noch irgendwo mit runter, am besten so, dass es nicht wulstig wird. Nehmen wir mal die zwei hier. Thank you.
Also das könnt ihr auch noch ein Stück höher machen. Ich belasse es jetzt so, weil sonst dauert es hier zu lang. Und dann haben wir hier noch einen übrig. Und den kann jeder hier noch irgendwo mit rein. Der ist jetzt auch nicht so dringend. Zu fest vernäht werden muss einmal. So. Genau, das Ganze macht jetzt noch mit der anderen Seite. Und dann schneiden wir ab. Ich mache das jetzt noch gar fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann haben wir alles schön vernäht. Jetzt schneiden wir sie ab. Nicht ganz so kurz, sondern so, dass noch ein bisschen was dran bleibt, was ich miteinander verkleben kann, verschweißen kann. Ich glaube, ich habe die stärkste Schere im ganzen Haus erwischt. So, und jetzt habe ich mir hier so eine Eisenspachtel aus dem Keller besorgt. Und mit denen verschweiße ich jetzt meine Nähte. Und die lege ich hier auf mein Halsband drauf, dass wenn ich es anflamme, dass ich mir nicht meine Cords verletze. Das funktioniert ganz gut. Ich muss bloß die Finger noch wegtun, ein bisschen nach unten halten. Und dann miteinander verkleben und andrücken. Optimal. So, das Ganze machen wir hier auch noch. So. Und hier auch. Na, mein Halsband dutscht weg. So. Voilà. Und fertig ist unser schicker Alpenwutz. Wo seid ihr denn hier? So. Wunderschön. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Mal auch wieder weiterhelfen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Knoten. Bis bald.